von Terminator 2 bis Fast and Furious 7. In vielen Filmen mussten die Protagonisten ihre Probleme mithilfe der Minigun-Familie lösen. Ihre mehrläufigen Maschinengewehre sind so bekannt, dass die Nachbildungen auch in Airsoft-Shops zu finden sind. Hier zum Beispiel die M132 Microgun. Ja, sie kostet zwar 1630,50 Euro, eine echte Minigun wird jedoch auf 185.000 Euro geschätzt. Bei dieser Waffe funktionieren alle vier Läufe. Die Schussfolge beträgt also 2280 Schuss pro Minute. Und zum Betanken kann man nicht nur Druckluft verwenden, sondern auch Green Gas, also ein Gemisch auf Propanbasis. Das Prachtstück hat das Kaliber 6 mm und wiegt 4,4 Kilogramm. Überraschenderweise entschloss sich das Team von Alpha Airsoft, ganz spontan dieses Fahrzeug zu entwickeln. Innerhalb mehrerer Jahre wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera, Nachtsichtgeräten und einem vollautomatischen Waffenturm ausgestattet. Hinzu kamen ein Navigationssystem und weitere Kameras. Mittlerweile sind es 7. Zudem wurde das Fahrzeug um einen 35-fachen Zoom erweitert. Im Turm befinden sich 2 Airsoft-Kanonen mit einer Kapazität von insgesamt 5000 Schuss. Die Steuerung erfolgt über einen Amiga-Joystick, sodass das Schießen einem Computerspiel ähnelt. Die genaue Summe, die für all diese Modernisierungen ausgegeben wurde, ist schwer zu beziffern. Sie liegt zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Alpha ist sich aber sicher, es ist das beste selbstgemachte Airsoft-Produkt, das man je gesehen hat. Der Hersteller der Flake 5 und Flake 10 behauptet, es handle sich nicht um irgendeine Schrotflinte, sondern um eine Super-Schrotflinte. Und er verspricht unglaubliche Feuerkraft. Mal sehen. Beide Modelle werden mit Green Gas betrieben. Eine Ladung reicht für 1000 Schuss. Halbautomatisches Schießen ist ebenfalls möglich. Sowohl die Flake 5 als auch die Flake 10 haben eine nicht allzu große Streuung. 1,8 Meter auf eine Entfernung von 30 Metern. Der Hauptunterschied besteht darin, dass 5 bzw. 10 Schuss abgegeben werden. Wirklich toll, wenn man bedenkt, dass der Preis für Flake 5 und Flake 10 gleich ist. 555 Euro. Die Tornado 2 kostet 116 Euro und ist die stärkste wiederverwendbare Airsoft-Granate. Mit einer Geschwindigkeit von 73 Metern pro Sekunde werden 200 Elemente über 360 Grad verteilt. Das ist doppelt so schnell wie die Konkurrenz. Die Tornado 2 verfügt über einen Timer mit 3 Einstellungen für 1, 3 oder 5 Sekunden. Dank seiner robusten Metallkonstruktion kann er auch auf Betonböden geworfen werden. Tornado 2 wird mit einem umweltfreundlichen Gas betrieben. Und für das Geld ist es selbstverständlich ein wiederverwendbares Modell. Es wurde von derselben Firma hergestellt, die auch Flake 5 und Flake 10 produziert hat. Ja, die wissen, wie man dort Geld verdient. Fast wie Arnold Schwarzenegger in Kommando, nur im Kleinformat. Das ist der Sinn dieser Vorrichtung. Es wiegt weniger als 100 Gramm, passt auf Gewehre und Pistolen und wird auf Picatinny oder Weaver-Schienen montiert. Man kann den Gegner mit 40 Schuss in einer Salve überraschen. Natürlich kann man nicht so schnell nachladen, aber wenn sich das Spiel in geschlossene Räume verlagert und sich mehrere Gegner an einem Punkt versammelt haben, kitzelt das Gerät zumindest die Nerven. Das massive Stück Aluminium kostet 58 Euro. Eine Flasche Green Gas muss separat gekauft werden. Go, go, go! Go! Auf Ammo! Ha 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 ha
Die New York Times hat berichtet, dass das AR-15-Gewehr im Jahr 2010 zur beliebtesten und meist gehassten Waffe in den USA wurde. Es ist zuverlässig, einfach zu bedienen und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Auch in der Airsoft-Welt ist das AR-15 nicht mehr wegzudenken. Was sagt ihr zu der doppelläufigen Version Nemesis DT4? Für 436 Euro bekommt der Kunde ein Vollmetallgehäuse, einen programmierbaren Abzug zur Feinabstimmung der Schussmodi und eine gute Reichweite. Selbst bei windigem Wetter ist es möglich, ein Ziel in 76 Metern Entfernung zu treffen. In Verbindung mit der verstellbaren Länge von 72 bis 80 Zentimetern und der Tatsache, dass die Waffe elektrisch angetrieben wird, ergibt sich ein wirklich interessantes Stück. Auch die Entwickler des HK Army Fossil CS3 haben ihr Bestes gegeben und den fortschrittlichsten Paintball-Markierer der Welt geschaffen. Kurz gesagt handelt es sich hier um eine sehr teure Pneumatik. Die LE Aurora Version kostet ca. 3674 Euro. Damit hat sie einen geringeren Rückstoß und schießt leiser. Das Besondere daran, die Waffe ist auf einen Druck von 6,5 bis 7,2 bar eingestellt. Das ist deutlich weniger als bei der Konkurrenz. Nach groben Schätzungen hat sich die Schussleistung gegenüber einem Vorgängermodell der gleichen Firma sogar um fast 20% verbessert. Auch an der Ergonomie haben die Entwickler gearbeitet. Der Markierer verfügt über einen besseren Griff mit neuer Geometrie. Erwähnenswert ist natürlich auch das bunte Design. Weiter geht es mit drei Granatwerfern. Die Airsoft MGL kann wie eine echte Waffe 6 40mm Patronen in die Trommel laden. Dank des vielen Kunststoffs ist sie recht leicht, je nach Ausführung bis zu 2,4 Kilogramm. Die MGL kostet 236,50 Euro. Zu teuer? Dann wechseln wir zur RPG-26 Aglen. Die kostet 146 Euro. Bei günstigem Wind trifft sie gegnerisches Gerät auf 100 Meter. Die eingebaute Batterie reicht für 100 Schuss. Wer es etwas kompakter mag, sollte sich die Ultra Force 40 ansehen. Für fast den gleichen Preis wie die RPG-26 erhält ein Spieler einen Granatwerfer im Pistolenformat. Die Reichweite ist auf 20 Meter gesunken, aber die 40mm Granaten sind immer noch zum Nachladen geeignet. Im Jahr 2015 überraschte die Pistole Silencer Co. Maxim 9 die Waffenexperten. Nach Angaben der Entwickler handelt es sich um die weltweit erste Pistole mit integriertem Schalldämpfer, die nicht auf Bestellung für die Sicherheitskräfte hergestellt wurde. Man kann sie bereits auf Techzone finden. Und wie sieht es mit der Airsoft-Version aus? Sie wird im Kaliber 6mm hergestellt und ist für 212 Euro erhältlich. Die Liebe zum Detail ist beachtlich. Wie beim Original ist der Frontblock abnehmbar. Dank verstärktem Polymer und Flugzeugaluminium wiegt die Pistole nicht mehr als 900 Gramm. Zum Schießen wird Green Gas oder CO2 benötigt. Die Pistole verfügt außerdem über eine exklusive Schussbeleuchtung. Wer tagsüber gerne Airsoft spielt und abends einen Historienfilm anschaut, träumt vielleicht nachts von so etwas. Lustigerweise ist dieser Hybrid aus Bogen und Gewehr keine Attrappe, sondern ein voll funktionsfähiges Gerät. Die Schusskraft liegt bei 1,2 Joule, aber der Entwickler sagt, dass man sie noch steigern kann. Tja, vielleicht will ja jemand plötzlich zum Scharfschützen werden. Technisch gesehen ähnelt der Hybrid einem Federgewehr. Der Ausleger ist eigentlich ein Kolben, der sich in einem Zylinder hin und her bewegt. Dazu kommt ein Bunkermagazin für 30 Schuss. Der Einfachheit halber lässt sich die Waffe teilweise zerlegen.
Der Entwickler wollte sie nicht verkaufen, sondern nur die 3D-Dateien zum Ausdrucken. Der eine hat Bogengewehre und Rollenspiele, der andere fortgeschrittene Airsoft-Fahrzeuge. Das Team CI6 ging noch einen Schritt weiter und präsentierte einen Raketenwerfer. Er funktioniert mit Druckluft, wird einfach transportiert und sorgt für einfaches Zielen. Stellt euch mal vor, man lehnt sich bei einem Spiel aus der Deckung und sieht Raketen fliegen. Wie gut, dass die Technik noch nicht so weit ist wie das Airsoft-Pendant der B-52. Oder doch? Das leichte Maschinengewehr M249 ist eine Variante des belgischen FN Minimi. Das M249 ist sehr beliebt und wird von Mexiko bis Japan verkauft. Die unterschiedlichen Optionen von Airsoft-Waffen verkaufen sich ebenfalls gut. Die Variante MK2 kostet beispielsweise 370 Euro. Sie ist fast ein Kilogramm leichter als die echte M249. In Sachen Zuverlässigkeit stehe sie ihr aber in nichts nach, behauptet der Verkäufer. Das Magazin fasst bis zu 2400 Schuss. Neben dem Feuerstoß steht auch ein Einzelfeuermodus zur Verfügung. Zur Grundausstattung gehört ein Zweibein. Mit Gasflaschen muss man sich nicht herumschlagen, denn die MK2 wird elektrisch betrieben. Dieses Luftgewehr ist sogar für die Jagd auf Eber und Hirsche geeignet. Es beschleunigt die Pfeile auf 113 Meter pro Sekunde und liefert je nach Einstellung etwa 25 Schuss. Es sei die unterhaltsamste Kombination von Pfeilen und Pneumatik auf der Welt, heißt es in einem Testbericht. Es gibt sogar eine Picatinny-Schiene für die Optik und einen Druckminderer, der den Druck auf 103 Bar begrenzt. Die Waffe kostet rund 276 Euro und ist zudem längenverstellbar von 78,7 bis 87 cm. Die PCP-Release-Technologie sorgt für hochpräzises, gleichmäßiges Schießen praktisch ohne Rückstoß. Kennt ihr die Blaster für Kinder wie Nerf? Diese Pistole ist eine Weiterentwicklung davon. Sie heißt HC Diana und ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der es ermöglicht, weiche Geschosse auf ca. 43 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Das Magazin ist patentiert und fasst 11 Patronen. Für einen sparsamen Umgang mit den Patronen kann der Schussmodus auf 2 oder 3 Schuss oder sogar auf Einzelschuss eingestellt werden. Für mehr Präzision gibt es eine Beleuchtung. Wem das noch nicht reicht, der kann einen Kollimator oder andere Verbesserungen anbringen. Ein Standardset bestehend aus Pistole und Clip kostet 230 Euro. Das Barrett M82 ist so präzise, dass ein Scharfschütze ein Ziel mit 10 cm Durchmesser aus 911 Metern Entfernung treffen kann. Eine lizenzierte Airsoft-Kopie hat natürlich eine deutlich geringere Reichweite. Mit etwas Geschick kann man Ziele in 55 Metern Entfernung treffen. Außerdem enthält der Nachbau sehr interessante Patronen. Sie werden über einen speziellen Adapter mit CO2 befüllt. Die Waffe im Maßstab 1:1 wiegt je nach Zubehör ca. 11 bis 12 Kilogramm. Gut, dass ein Tragegriff und ein Zweibein im Set enthalten sind. Entsprechend hoch ist der Preis: 1516 Euro.